Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, ich habe heute einiges mit euch vor. Und zwar habe ich, wo ich ein bisschen am Rumfarmen war, eine Stelle gefunden. Ich kann euch relativ genau sagen, wo ich die gefunden habe. Und zwar, wenn man von der normalen Hauptkarte aus Richtung zweite Karte, also nach rechts geht. Da aber dem Wasserverlauf folgt, da ist so eine Brücke, die rüber geht. Und da habe ich dann einen Sandhaufen gefunden, den ich jetzt hier mal einblenden werde. Und diesen Sandhaufen, ich habe mir da nichts bei gedacht. Ich dachte, da ist was Neues eingeführt worden, dass man jetzt auch Sandhaufen irgendwie ausbuddeln kann. Und habe da dann raufgeklickt. Und als ich dann raufgeklickt hatte, habe ich dieses Paket hier bekommen. Alles auf Englisch, deswegen, ja. Ist auf jeden Fall ein Questgegenstand, ein mysteriöses Paket. Wir könnten mal gucken, ob Ashura das verloren hat. Damit fängt es schon mal an. Dann muss ich jetzt mal eben ganz schnell noch mal. Sehe ich jetzt gerade. Einen hatte ich noch. Dann mache ich das mal kurz. Ich habe ja nichts mehr offen, ne? Nee. Ich pflanze mal eben ganz schnell einen Samen ein. Hier von Baumwolle war es, glaube ich. Genau. So, ja. Zack. Okay. Ich werde das jetzt aber nicht gießen, weil wir nämlich heute sehr, sehr wenig Zeit haben, um überhaupt alles hinzukriegen, was ich jetzt gerne machen möchte. Oh Gott, jetzt sind hier auch wieder neue Nachrichten drin. Die sollten wir uns auch noch mal kurz angucken. So, Tisch. Die haben mit ihrer Schreinerei wirklich große Fortschritte gemacht. Jetzt, da sie das Bauen von Möbel beherrschen, ist es an der Zeit zu lernen, wie sie modifizieren können. Komm in den Laden und ich bringe dir bei, wie man eine Modifikationsbank baut. Plus einen Haufen fabelhafter neuer Industriemöbel. Sehr geil, da müssen wir da jetzt auch noch hin. Einer. Ah, ja, da muss ich auch gleich noch was zu sagen. Sei gegrüßt. Da Sie die nächste Stufe des Angelns erreicht haben, muss ich Ihnen mitteilen, dass ich ein neues Rezept zur Verfügung habe, um Ihre Route zu verbessern. Ich bin nicht verpflichtet, Sie über diese nächsten Informationen zu informieren, aber ich möchte. Aber ich möchte. Ich freue mich über Ihre Fortschritte. Schön, aber jetzt noch nicht so wichtig. Entschuldigt bitte, irgendwie gerade jetzt, wo ich eine Aufnahme mache, ist meine Stimme total im Eimer. Badru, möchte sich auf jeden Fall nochmal mit mir treffen. Ja, er müsste mich sonst treffen. Ich kürze das mal einfach ab. Und wir haben nochmal so eine Glücksmünze bekommen. Sehr schön, von Zeki. Dann können wir uns da auch später nochmal drum kümmern. So, genau. Und zwar ist mir aufgefallen, jetzt weiß ich gerade nicht mal, wo es mir aufgefallen ist, doch unter den Erfolgen, wenn ich da ganz nach unten scrolle, mittlerweile ist es ja sehr viel, ich habe mir die mal so durchgeguckt, was mir noch alles fehlt, und da bin ich hier drauf gestoßen. Beute mit Kieselstein. Finde alle verlorenen Kieselsteine von einer. Hätte ich das nicht gesehen, würde ich wahrscheinlich das Ganze nie hinkriegen. Hoffe ich zumindest, dass es das ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wo ist eigentlich? Ach, der ist jetzt hier drin. Wieso ist der jetzt hier drin? Glänzen Steinchen? Glänzen Steinchen. Also ich verstehe es so, dass das Kieselsteine sind. Hubbeliges glänzendes Steinchen. Ich nehme jetzt einfach mal alle mit. Ich weiß, dann ist unser Inventar total zugeballert. Ich glaube, sonst haben wir ja auch keine mehr drin. Nee, kieselsteinmäßig ist sonst nichts mehr drin. Ich hoffe, ich kann jetzt noch irgendwas anderes. Naja, es reicht auch nicht mehr wirklich vom Platz her. Also wie ihr seht, ich bin total voll. Das liegt aber daran, dass ich versucht habe, Holz auf 100 zu kriegen. Dementsprechend natürlich viel Holz jetzt gemacht habe. Auf 100, Quatsch. auf 10 natürlich zu kriegen. So, ich möchte auch gerne meine Fokuspunkte nochmal ein bisschen erhöhen. Ich habe mir von dem Rezept mal Rahmen gemacht, versuchsweise. Ist allerdings ziemlich teuer, muss man sagen. Also das ist schon. Ach, wieso gehe ich hier mal wieder raus? Fokuscheck, du hast 5000 Fo. Ach, das ist das. Okay. Das habe ich nämlich auch gesehen unter den Errungenschaften.
dass man Fokuspunkte. Ich dachte, man muss jetzt auf 50.000 Fokuspunkte hochleveln. Ich wollte schon sagen, das wäre jetzt aber wahnsinnig viel. Nee, dann heißt das nur, dass man 50.000 insgesamt quasi zu sich nehmen soll. Okay. Schauen wir mal. Was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist diese Sache mit einer. Falls ich mal kurz was wegschneide, dann kriege ich gleich einen Hustenanfall. Da ist er. Einer. I feel much oneness today. Herzliche Glückwünsche zu deinen jüngsten Fortschritten beim Angeln. Zur Feier des Tages habe ich ein neues Rezept zur Verfügung gestellt, das du dir ansehen kannst. Warum stehst du immer noch hier herum, als ob du dich unterhalten möchtest? Ich hatte gehofft, dass du ein bisschen in meinem Angebot stöbern würdest. Ja? Ich will endlich die Glühwürmchenkiste haben, aber da müssen wir auf Level 7. Ich glaube, ich sollte doch wieder ein bisschen mehr angeln. Okay, also die würde uns wirklich weiterhelfen. Allerdings 1500, ich bin ganz ehrlich, ich möchte endlich mal einen Anbau haben. Wobei der, glaube ich, 50.000 war, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also den holen wir auf jeden Fall noch nicht. Ich warte darauf, dass du ein Gesprächsthema wählst. Bist du nicht deswegen hergekommen? Ja und nein, ich würde dir gerne einen Kieselstein anbieten. Dieses Steinchen ist so groß, dass es wohl kaum als Steinchen bezeichnet werden kann. Aber keine Angst, mir gefällt es trotzdem. Ja! Oh mein Gott! Nein, ich kann nur eins pro Tag. Och nein! Warum habe ich die denn alle mitgenommen? Okay. The conversation has now ended. Goodbye. Ja, das ist doof. So, wir haben hier sonst noch ein paar Quests. Also auf jeden Fall wissen wir aber schon mal Bescheid mit den Kieselsteinchen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Nee, Moment, jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Ich möchte nämlich gerne... Ja, bei Auni noch ein bisschen punkten. Oh, wow. Didn't expect you. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wenn du meinen Bruder Nairo siehst, sag ihm bitte, dass ich im Moment nicht gut auf ihn zu sprechen bin. Er hat mir versprochen, dass er mich dieses Wochenende zu den menschlichen Ruinen in der Bahari-Bucht mitnimmt. Aber jetzt sagt er, es sei zu gefährlich. Was wirst du tun? Naja, ich habe darüber nachgedacht und ich könnte mich an Nairo rächen, indem ich einen Stinkkäfer in seinem Picknickkorb verstecke. Oder... Ich könnte ein erfahrener Klingenmeister werden, um Nairo zu beweisen, dass ich das Zeug dazu habe, in die Ruinen zu gehen. Klingenmeister. Hä? Werde ein Klingenmeister. Achso, besorg den Stinkkäfer. Warum redest du nicht einfach mit ihm? Das habe ich ja versucht, aber er hört mir gar nicht zu. Ach komm schon, hilf mir. Bitte. Wenn du mir nicht hilfst, muss ich alles selbst machen. Na gut, ich besorge dir ein Übungsschwert. Klasse. Komm zurück, wenn du eins hast. Dann können wir gegeneinander kämpfen. Was? Das war ein Scherz, oder? Meine Familie liegt mir sehr am Herzen. Aber manchmal, naja. Sie wollen einfach, dass ich genauso bin wie sie. Aber ich möchte lieber wie ich sein. Weißt du? Ja, das weiß ich ziemlich genau. Hier hatten wir soweit alles, was wir konnten, geholt. Ich habe übrigens mal welche von den anderen Bomben gemacht.
Die hat noch eine Quest für mich? Nein. So. Da die jetzt am nächsten ist und wir noch 12 Uhr Mittag haben, ich hoffe, dass wir das dann noch schaffen, die Quest von ihm dann auch noch zu holen. Ach so, genau. Ach, das Paket. Das Paket. Ah, das muss ich öffnen. Smelly Nightmare. An Oval of Mystery and Mystery. Are you being punished for something? What? Was zur Hölle ist ein Oval? Hä? Hm. Jetzt bin ich, das weiß ich noch weniger als vorher, ehrlich gesagt. Forbidden knowledge can corrupt the mind. Wieder am Herumschnüffeln, was? Denkst du etwa, du kannst mich dazu verleiten, dir Zugang zur verbotenen Abteilung zu gewähren? Tja, so etwas funktioniert bei mir nicht. Wenn du so wissbegierig bist, habe ich genau das richtige Buch. Lies es, bevor du mich wieder belästigst. Stinkende Ding? Was? Wie wo? Gehört dieses stinkende Ding Ihnen? Entfernen Sie das aus meinen Augen, bevor ich Sie aus der Bibliothek verbannen lasse. Okay. Für diese Bücher würde ich mein Leben geben. Ich rate dir jedoch, diese Theorien nicht auf die Probe zu stellen. Meinen die jetzt mit stinkendes Ding? Ach so, Smelly Nightmare, ja klar. Ach so, das ist jetzt, verstehe, das ist jetzt nur dazwischen gekommen. Ich dachte jetzt, das wäre der Grund, weshalb wir jetzt hier die Quest haben. Na gut, okay. Dann, reden wir nochmal kurz mit Tisch. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Du kannst die Farbschemata aller Möbelstücke, die du hergestellt hast, ändern. Du musst nur den Bauplan für den Modifikationsbank kaufen. Ich habe ihn gerade auf Lager. Letztes Mal durften wir die ja noch nicht kaufen. Wo ist sie denn? Und wo ist die Tisch? Weil hier unten die Sachen kann ich alle nicht machen. Reißbrett des Möbelbauers. Okay. Scheinbar kann ich die immer noch nicht kaufen, oder was? Ich habe keine Ahnung. Plan Kommode. Das sind ja alles nur Möbel hier. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Ach so, ich sollte die, die Pläne hier aber vielleicht mal kaufen. Ich meine nicht unbedingt jetzt, wenn ich am Sparen bin. Da gehe ich nur ins Gleiche rein. Ich verstehe es nicht. Wenn du dein Heim gestaltest, ist es wichtig, dass du dir ein bestimmtes Farbschema überlegst. Ich ändere gern das Farbschema in meinem Zimmer, um es den Pflanzen anzupassen, die gerade Saison haben. Okay. Haben wir eigentlich irgendwas für sie? Nö, ne? Stop by again soon. Wenn ich jetzt nochmal so reingehe, kriegen wir aber auch nicht mehr, ne? Ach, oh, ich habe die ganze Zeit dran vorbeigescrollt. Sag mir das doch einer. Meine Güte, okay. Dann können wir das Ding doch jetzt bauen. Wo ist er denn jetzt schon wieder hingelaufen? Der ist jetzt da oben. Die haben jetzt alle? Nee, ich soll die alle fragen, oder? Ob das Ding denen gehört? Kann das sein? Aber er hatte, meine ich, auch noch eine neue Quest für mich. Und wenn der noch ein bisschen weiter weg ist, was ist mit dir? Come here and give me a hand, won't you? Schön, dass du wieder hier bist. Ich habe unsere Plaudereien vermisst. Oh, Gameplayerin. Genau der richtige Mensch, den ich sehen wollte. Nayo hat mir erzählt, was du für meinen Mann getan hast. Ich schwöre, seit seinem Geschenk wirkt er 20 Jahre jünger. Erinnert mich an die Zeit, als ich ihn kennengelernt habe. Damals war er so ein schicker junger Kerl und so charmant. Aber was plappere ich eigentlich so vor mich hin? Achte nicht darauf, Herzchen. Ich schwelge nur in Erinnerungen. I need a wee bit of rest at the moment, dear. Okay, mach das. Wo ist er denn jetzt?
Der rennt jetzt gerade vor mir weg, oder was? Hallo? Ja, auf der Seite. Da ist er. Oder? Nee, war nur ein Felsen. Er ist hier im Angeln. Okay. Ashura. Another beautiful day. Was kann ich für dich tun? Gehört diese stinkende dir... Stinkende Ding dir? Das sieht aus und riecht auch so wie eine von Refs misslungenen Kreationen. Glaub mir, ich habe schon mehr als eine gesehen. Okay, Ref, müsste ich mal da fragen. Wer ist die Frau auf dem Bild über deinem Schreibtisch? Das ist Sabine, meine Ehefrau. Eine echte Schönheit, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ich vermisse es so sehr, jeden Morgen dieses wunderschöne Gesicht zu sehen. Leider hat sie vor ein paar Jahren den Schleier durchschritten. Wir haben das Gasthaus zusammen eröffnet. Manchmal ist es schwer, ohne sie weiterzumachen. Aber ich komme schon zurecht. Tag für Tag, Stück für Stück, wie wir alle, denke ich. Normalerweise bringe ich ihr um diese Zeit Sundrop-Lilien, aber heute habe ich keine Zeit gefunden. Heute habe ich keine gefunden. Ich schätze, meine alten Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Okay. Wenn ich angeln gehe, hoffe ich immer, dass ein Silberlachs anbeißt. Sie geben das beste Sashimi ab. Wenn Delilah wüsste, dass ich dir das sage, würde sie mir deswegen in den Ohren liegen. Aber Auni ist eine richtige Naschkatze. Ich versuche immer, ihm heimlich ein Stück von Revs Bärenkuchen zu geben, wenn wir ihn im Gasthaus servieren. Versteh mich nicht falsch. Ich weiß, wie wichtig die richtige Ernährung für einen gesunden Körper ist. Aber glücklich zu sein ist genauso wichtig, damit die Seele gesund bleibt. Ja, hat er nicht ganz unrecht? Ja, davon werde ich wahrscheinlich nie Holz kriegen, weil ich irgendwie überhaupt gar keine Bäume mehr finde. Seltene Sammelstellen. Das würde mich ja immer noch reizen hier mit der Winchelrute, ne? Aber wir lassen es erstmal noch. Ich muss das Gold erstmal sparen. Also, Sef. Wo ist denn Sef? Ref, nicht Sef. Ach. Oh Gott, meine Tochter würde mich umbringen. Sie mag den. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das schneller ist, wenn ich jetzt hier runterspringe oder ob es schneller ist, wenn ich da mal laufe. Ist wahrscheinlich beides total egal gewesen, aber egal. Ja. Nein, nein, nicht weglaufen. Achso, nee, das war Auni. Wieso jetzt Auni? Hä? You can never go wrong with soup. Du weißt schon, dass es einen schlechten Ruf bekommt, wenn du so viel mit mir redest, oder? Gehört dieses stinkende Ding dir? Whoa. Mein Jahrhundertei. Oh Mann, das habe ich total vergessen. Es sieht eher wie ein jahrtausendealtes Ei aus. Ja, ich arbeite noch an den Feinheiten. Es gibt da dieses Restaurant in Bahari City, das sich auf Jahrhunderte Eier spezialisiert hat. Das ist im Grunde super konservative Peki-Eier, die von einer speziellen Schale umhüllt sind, die sie, nun ja, lecker schmecken lässt. Ich versuche schon seit Jahren, ihr Geheimrezept herauszufinden. Es ist ja nicht so, dass sie hier in Kilima ausliefern. Großartig. Lass es mich versuchen. Oh nein, nicht so schnell. Ich kann mir eine Lebensmittelvergiftung holen, aber es würde meinen Ruf ruinieren, wenn ich dich daran teilhaben lasse. Wie auch immer, die kulinarische Welt ist voller glücklicher Zufälle, oder? Wie wurde zum Beispiel das erste Popcorn gemacht? Wessen Idee war es, Milch so lange alt werden zu lassen, bis sie wieder gut schmeckt? Ich könnte auch einfach ein Super Centurio-Ei oder so etwas gemacht haben. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, ich muss es essen. Für die Wissenschaft. Tu das nicht. Bist du sicher? Es könnte köstlich sein. Okay, okay, gut. Außerdem würde Tisch mich wahrscheinlich umbringen, wenn sie es herausfindet. Wie auch immer, danke, dass du das hier zurückgebracht hast. Hier, laut meinen Kritikern ist das etwas essbarer. Okay. Ashura hat sich in letzter Zeit nach Stichlingen gesehnt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Nachfrage Schritt halten kann. Er hat diese Woche jeden Tag danach gefragt.
Mann, ich sehne mich so sehr nach etwas zu essen, das irgendwo anders und nicht von mir selbst zubereitet wurde. Ich habe es satt, Tag ein, Tag aus, immer den gleichen Geruch in der Nase zu haben. Meine Nase sagt immer, komm schon, Rev, gönn dir doch mal eine Pause von der Suppe. Moment mal, was sage ich da? So, bei ihm haben wir jetzt auch nichts Neues. I'll see you around. Ist Auni jetzt immer noch so komisch? Nee, ne, die sind jetzt alle... Genau, das habe ich mir schon gedacht. So, wir können aber trotzdem nochmal mit Sifu... mit Sifu. Oh Gott, ey. Ich würde mich nie an die Namen gewöhnen. Mit... Doch, Sifu. Ach, das war richtig. Oh Gott. Hey there. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich brauche ein Schwert für Auni. Oh. Auni will, dass du ihm ein Schwert besorgst? Puh, ich habe dem kleinen Kerl doch schon gesagt, dass ich Minderjährigen keine Klingen schmiede. Oh. Wenn du willst, mache ich ihm ein Übungsschwert. Ein stumpfes aus irgendwas Ungefährlichem. Wenn du mir die Materialien bringst, sind wir im Geschäft. Klar. Was brauchst du denn für Materialien? Oh. Hodari hat mir erzählt, dass du gerne Bergbau betreibst. Ziemlich toll. Wenn du mit dem ganzen Eisen, das du so finden... Dass du so findest, hast... Was? etwas Vernünftiges anfangen willst, würde ich vorschlagen, deine Schmelze zu verbessern. Hodari soll dir das beibringen können, wenn du weiter an deinen Fähigkeiten arbeitest. Achso, das war jetzt nur zum Schenken. Ja, ja, klar. Moment. Achso. Nee, ich dachte gerade schon, wir haben zwei Münzen, aber das ist natürlich nur eine Münze. Gut, die sollten wir jetzt aber mal kurz einwerfen. Dann haben wir schon wieder ziemlich spät. Da müssen wir mal gucken, wo Hodari ist. Moment, er hat jetzt auch schon wieder eine neue Quest. Ja. Ich mache erstmal das hier. Glückskiste. Was haben wir denn in der Glückskiste heute? Die kann ich nur wegwerfen. Was ist das denn schon wieder? Zwei, zack. 40 gewöhnliche Pfeile. Gut, gewöhnlich benutze ich nicht mehr, aber ist natürlich nicht schlecht. Working hard or hardly working. Psst, ich habe gesehen, wie du im Laden herumgestöbert hast, ohne etwas zu kaufen. Ich habe mich gefragt, ob du nach etwas Spezielleren suchst. Was? Haschkekse? Marihuana? Was willst du mir anbieten? Ich kenne da ein paar zwielichtige Typen, wenn du verstehst, was ich meine. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ich würde dir mehr erzählen, aber dann würde ich dir den Spaß verderben. Sieh dich doch einmal im Dorf um und schau, ob du nicht irgendwelche geheimen Orte finden kannst, an denen man ohne die wachsamen Augen des Magistrats Geschäfte machen kann. Also zwei habe ich schon gefunden. Ich kann dir gerne den Weg zeigen. Hast du zu viele Sachen zu transportieren, aber nicht genug Taschen in deinen alten Overall? Dann probier mal Zikis fantastischen Rucksack aus. Dieser Rucksack bietet Platz für all deinen Kram. Er wurde sogar auf magische Weise verbessert, damit du von allen Gegenständen dieselbe Menge darin aufbewahren kannst, unabhängig von ihrer Größe. 20 Samen oder 20 Schwerter für Zikis fantastischen Rucksack, ein und dasselbe. Ich habe einen Untergrund gefunden. Du hast also den Untergrund entdeckt? Hier verkaufe ich meine Artikel, die ein bisschen zu speziell sind, um im Gemischtwarenladen verkauft zu werden. Nur damit es klar ist, es ist nicht illegal, dass ich solche Sachen verkaufe. Nach den Gesetzen deines Volkes ist es das bestimmt auch nicht. Aber streng genommen auch nicht nach den Gesetzen meines Volkes. Tu mir nur einen Gefallen und sag der Magistratin nicht, woher du das Zeug hast. Ich will nicht, dass Esche mich für eine weitere ihrer zufälligen Ermittlungen einsperrt. Wenn das Routine ist, kommt es, dass der Möbelladen nie untersucht wird. Hier ist der Schlüssel für meinen geheimen Kellereingang, falls du einen einfacheren Zugang brauchst. Und hier hast du ein bisschen Geld, um dich in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Gib nicht alles auf einmal aus, es sei denn, es ist hier. Sorry, Furball. Was?
Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat, weil das so undeutlich war. Der läuft übrigens sehr seltsam. Aber ich glaube, er hat gerade gewirkt und gesagt, dass er einen Haarknäuel im Mund hatte, also im Hals hatte. Ich habe einen Schlüssel bekommen, der hier oben aber nicht angezeigt wird, so als passiv und auch nicht in meinem Inventar angezeigt wird. Jetzt ist die große Frage, was meint er jetzt damit? Er meint wahrscheinlich dieses eine, was ich mal gefunden habe, dass ich dafür einen Schlüssel bekomme, oder? Weil hier hinten kam ich doch sonst... Oh, was ist das? Oder das ist der Schlüssel. Cool. Loses Buch herausziehen. Wow. Wow. Wie geil. Aber das ist der Unterschlupf, wo ich schon mal war, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Kasse kann ich immer noch nicht benutzen. Ich höre hier aber irgendwas. Ich kann jetzt aber trotzdem nichts hier machen. Ich meine, ich weiß, wo wir sind und so. Ne, wir hatten das ja schon mal zusammen hier durchstöbert. Aber ich kann hier nichts machen. Oh, Moment. Jetzt leuchtet's? Ah, ich muss einmal die Runde gelaufen sein. Okay. Wow. Alter. Für 10.000 soll ich eine Glücksmünze kaufen. Haben die eigentlich sonst noch was auf mir? Hintergrundbild, Tapete. Oh, die sieht schön aus. Aber ich gebe doch keine 25.000 dafür aus. Feuerwerk, glaube ich, ist das gleiche, was man auch, ich glaube, beim Jäger kriegen kann. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber cool, dann können wir das jetzt auch benutzen. Ja, dann haben wir wieder was Tolles Neues kennengelernt hier. Aber sonst hat sich hier wahrscheinlich jetzt nichts geändert oder so, ne? Und einen wunderschönen Ausblick auf den Kristallsee. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch direkt hier vorne nochmal die Blume mitnehmen. Mein Leben habe ich ja jetzt gerade erst nochmal wieder gefarmt. Da habe ich so viel von im Moment. Das ist Wahnsinn. Kupfer, ja gut, Kupfer könnten wir vielleicht nochmal mitnehmen. Weil ich das doch eher selten finde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe jetzt nur nicht so viel Platz. So, was haben wir denn sonst noch? Moment, hat noch irgendeiner eine Quest für uns? Eine Quest nicht, ist der Typ. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der sonst rechts ist. Ja, mit Tassian könnten wir auch nochmal sprechen, aber der ist wahrscheinlich nicht hier. Der ist auf der anderen Karte, ne? Was haben wir denn noch für Quests? Löse das zweite Rätsel. Finde einen Chap. Naja gut, da musste ich dann die Beziehungen auf jeden Fall erstmal verbessern. Ölige Sardine. Gut, die Kartoffeln könnte ich vielleicht noch kriegen. Ich doof, habe die, glaube ich, zuletzt verkauft. Das war nicht so clever, ich weiß. Aber eine ölige Sardelle, die habe ich leider nicht gefunden. Und ja, Chapar-Fleisch habe ich ganz vieles gefunden, aber leider kein Sternchenfleisch. Jetzt ist ja alles ausgestorben, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier... Bin mir nämlich jetzt nicht sicher. Ja gut, andererseits, sie hat nur gesagt, dass ich das holen kann. Ne? Ah, guck mal, Hekla, mit dir haben wir auch noch nicht gesprochen. Bitte schau hin und wieder bei meiner Gina vorbei. Ich frage mich, ob es in dieser Bibliothek ein Buch über das Jonglieren gibt. Ich wollte schon immer Jonglieren lernen. Ich habe gehört, es sei sehr unterhaltsam. Gina gräbt oft am Strand nach Sachen. Vielleicht sucht sie nach Frackteilen. Be good to my Gina. Be good to my Gina. Oh, ist das niedlich. Mit der müssen wir übrigens auch nochmal reden. Gina! Someone to bounce ideas off of. Faszinierend. Oh, tut mir leid. Ich beobachte hier nur etwas. Kann ich dir helfen? Ich habe den kreisförmigen Abdruck, der wie ein Schloss aussieht, gescannt und dabei Spuren der Strömung in Form einer Transformationsrune entdeckt. Das bedeutet, dass jemand ein Objekt mit dieser Rune gegen diesen Abdruck gepresst haben muss. Und warum sollte das dieser jemand tun, wenn es keinen Schlüssel gibt? Was ist das denn? Ach so, das war diese Spezialsuppe. Ja.
Wieso laufe ich hier eigentlich die ganze Zeit mit der Hacke rum? Weil ich eben was gehackt habe. Ja, ich habe es verstanden. Jetzt muss ich mal eben schauen. Eigentlich würde ich sagen, dass wir hier aufhören. Ich würde aber vorher gerne noch mal kurz gucken, ob ich mit dem, ich weiß gerade, Hodaria ist er, glaube ich. Also mit ihm reden kann ich, das weiß ich, aber ob das was bringt, wenn ich mit ihm rede. Weil, ja, was hat die jetzt gesagt, was der, das mit der Schmelze war das, glaube ich, ne, mit der verbesserten Schmelze. Wobei ich die nicht holen will, sondern wie gesagt erstmal den Anbau holen möchte. So, und wenn ihr da hinten weiter rechts runterlauft, da ist es nämlich gewesen. Da kommt ihr dann hinten an der Brücke und da war, oder war das hier unter der Brücke? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Nee, aber ich glaube, es war noch weiter da hinten. Da war dann nämlich dieser große Sandhaufen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, wann ich da gewesen bin. Oder ob der halt immer da ist. Das kann ich euch nicht sagen. Nee, ich wollte gerade sagen, der stand jetzt nicht hier. Mal gucken, wo ist er denn? Da. Und mit der einen sollte ich auch nochmal reden auf dem Weg dahin. Oha, oha. Ich sehe gerade was. Ist hier noch jemand unterwegs? Okay, der möchte anscheinend nichts haben. Gut. Gut, gut. Ich brauche dringend Eisenherz, deswegen. Ist sie jetzt hier oder ist sie jetzt, lief sie nicht eben? Doch, hier, meine ich doch. Hm? Kann ich dir helfen? Wie sieht das Gasthaus bei Nacht aus? In meinem Alter darf ich ab einer gewissen Zeit nicht mehr rein. Außerdem mag ich die komischen Blicke nicht, die man mir zuwirft, wenn ich da reingehe. Es ist... Er ist zu höflich, um etwas zu sagen, aber ich glaube, Ashura hat Angst, dass ich den Laden in die Luft jagen werde. Okay. Ja, kann ich vielleicht verstehen. So, Hodari, wo bist du denn jetzt? Du kommst mir entgegen, glaube ich, oder? Juhu, Hodari, ich flieg zu dir. Bleib doch mal hier. Du bist zurück. Najuma hat mir von dem Schrein erzählt, in den du geraten... Den Schrein? Von dem Schrein erzählt, in den du geraten bist, okay? Ich selbst habe nicht viel Geduld für Rätsel. Habt ihr ein paar Steine übrig? Man kann nie genug davon haben. Moment, was wie? Ach so, Minenstützen, Mauerreparaturen, Schlaglöcher, die Liste geht weiter. Er wird es nicht sagen, aber wir fragen mal. Nein, dafür ist es noch zu früh. Wir müssen uns erst besser kennenlernen. Verwandelt mal schneller in Ziegel und Barren als der Stein. Also das... Bin ich ganz ehrlich, mittlerweile würde ich es mir schon gerne kaufen. Ich weiß nur nicht... Das würde ich mir auch gerne holen. Wann kriege ich das? Auf 7, okay. Da würde ich vielleicht eine wegpacken und die dann dafür hinstellen oder so. Ich weiß es nicht. Steinziegel, Leder, Eisenbarren und... Ach so, nee, den Basisschmelzofen brauche ich dafür. Ja, komm, ich nimm's mal mit. Ich nimm's mal mit. So. Jetzt ist der ja einfach abgehauen. Ist aber nicht die feine Englische hier. Ja, also, dann werde ich das so machen, dass ich das mal herstellen werde. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich das jetzt mit euch mache oder ohne euch mache. Aber ich meine, das ist ja jetzt nichts, was jetzt so dramatisch ist, dass ihr das jetzt unbedingt mitbekommen müsst. Deswegen, ja, es wird dunkel. Ich würde sagen, ich bleibe direkt mal hier. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal so ein bisschen am Strand farmen. Ich hoffe, ich habe da überhaupt noch ein bisschen Platz für. Naja, nicht so wirklich... Ist halt so, ne? Wenn man die Kieselsteinchen mitnimmt, obwohl man die eigentlich gar nicht mitnehmen sollte. Oh, wir haben auch wieder Gold zwischenzeitlich gefarmt. Das ist sehr gut. Übrigens, was ich euch noch sagen wollte, das hätte ich fast vergessen. Es ist ein neuer Button aufgetaucht. Da steht jetzt kein Haustier ausgerüstet. Ich habe absolut keine Ahnung,
Warum, wieso, weshalb? Ich habe mal irgendwo gehört, dass es anscheinend Begleiter geben wird in der Zukunft. Ich weiß nicht, ob das jetzt diese Haustiere sind, aber das könnte ich mir gut vorstellen. Was natürlich mega geil wäre, wenn wir jetzt irgendwie im Haustier nochmal zusätzlich Inventarplatz hätten oder sowas. Das machen ja viele so in MMOs. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir das herbekommen sollen. Irgendjemand hat mir, glaube ich, mal was gesagt, dass man das im Shop kaufen können soll. Aber ich bin... okay. Ich nehme alles zurück. Ich habe gerade was gefunden. Haustierkaufbonus. Schalte ein Palkat mit deinem ersten Kauf von Palia-Münzen frei. Schalte 3 zusätzliche Arten frei, wenn du insgesamt 3000 plus erwerben willst. Was vermutlich sehr teuer ist. Moment, ich kann mal mit euch kurz gucken. Hier muss man draufdrücken, glaube ich. Ne? 3000 plus, das wäre... Boah. Ihr habt doch wirklich was offen. Ja, das wären dann mal ebenso 35 Euro. Wunderbar. Oder eben ein Haustier, wenn ihr für deinen ersten Kauf von Palia-Münzen. Gut, das könntet ihr ja streng genommen dann mit 5 Euro machen. Also das würde mich jetzt reizen, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht, ob man da jetzt irgendwas Spezielles mitmachen kann oder nicht machen kann. Ich gucke hier mal eben rein. That follow you around. Only one pet. Also man kann immer nur eins dabei haben, das ist okay. Kann man in den Collections finden. Was sehr, sehr schade ist, natürlich, dass das, was am nicht so schön aussieht, also was eigentlich am schlechtesten von denen aussieht, das bekommt man dann mit einmal kaufen. Und das Schöne, also was ich jetzt am schönsten finden würde und was zu mir passen würde mit Lila, das bekommt man nur, wenn man viel Geld ausgibt. Also das ist schon doof. When you make qualifying. Tja, hier steht aber nichts drin, dass die jetzt irgendwas Besonderes können, ne? Da steht nur, die folgen einem überall hin. Ja. Also, wenn die jetzt was Besonderes gekonnt hätten, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, ich nehme mal eins für 5 Euro, auch wenn das scheiße aussieht von der Farbe her. Einfach nur mal, um das mal auszuprobieren, was kann das genau und so weiter. Aber ich bin ganz ehrlich, also, nee. Ich meine, ich brauche diese Palia-Münzen sowieso für nichts, weil ich mir nichts kaufen möchte mit echt Game-Währung. Ihr könnt mir ja mal sagen, falls einer von euch ein Haustier hat, ob die irgendwas Spezielles können, was vielleicht hier nicht drin steht. Ansonsten bin ich ganz ehrlich, ja, lohnt es sich für mich nicht. Oh Gott, ich glaube, wir haben eine neue Collection drin. Wir können jetzt ja auch alle im Bademantel rumlaufen. Ich meine, da sind ja schon ganz schöne Sachen drin, aber ich bin ganz ehrlich, für sowas würde ich niemals echt Geld ausgeben. Okay, sind gar nicht so viele Sachen jetzt hier drin, aber nee, nee, never ever. Ja, damit würde ich sagen, gehen wir erstmal raus, beenden erstmal diese Folge und wie gesagt, ich werde nochmal ein bisschen farmen jetzt über Nacht, wobei nicht mal allzu viel, weil ich habe nicht so viele Plätze frei und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Ja, hallo ihr Lieben, ich wollte noch einen kleinen Nachtrag leisten und zwar haben Leute im Chat geschrieben, dass es Ore-Mining hier gibt. Jetzt haben wir hier alle einmal draufgehauen und warten wahrscheinlich, bis noch einer kommt. Paliumerz, genau so heißt das, Paliumerz. Das endlich mal, was davon übrig ist. Ist hier auch was? Nee, das sind normale, denke ich mal. Ich laufe einfach den anderen jetzt mal so ein bisschen hinterher. Obwohl ich glaube, jetzt sind sie alle rausgegangen. Wir suchen hier noch mal ein bisschen rum. Sollten wir noch mal was finden, werde ich euch noch mal hinzuschalten. Aber jetzt wissen wir endlich, wie das Ganze aussieht. Ich habe es ja noch nie gesehen und ich dachte immer, es wäre ein Mythos, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich laufe mal ein bisschen hinterher und melde mich gleich noch mal, ob ich was gefunden habe. So, wir sind gerade hier auf der Bahara Bay, heißt das, glaube ich. Und zwar genau hier. Ich mache mal eben so eine Notfallaufnahme, weil wir haben hier a very old, was auch immer das heißen mag, Liste gefunden.
Die nehme ich jetzt mal mit. Wo sind jetzt die eine, mit der wir gerade am Farmen sind? Die ist weggelaufen. Na toll. Ich glaube, der Epi wollte auch mal Hallo sagen. Der winkt mir nämlich die ganze Zeit hier so schweigend zu. ja, ich schau mal eben. Warte mal, die muss ja dann hier drin sein. Auf jeden Fall Questgegenstand. A list of written excellent human. Kann ich das öffnen? Ich kann es lesen. Milch. Oh, gut, dass ich die aufbewahrt habe. Milch, ja. Flur, Eck. Oh, sag mir bitte nicht, dass ich alle Eier verbraucht habe. Aber ich glaube, man kann die kaufen. Aber es warum hast du Eier? Ich habe 13 Eier bekommen, ich weiß nicht warum. Und von wem. Ich habe da dieses eine Rezept von dem Koch mitgemacht. Oh, hier. Die ist hier oben nochmal. Komm mal schnell hier hin. Die wartet hier auf uns. Wo bist du denn? Oh, hier. Ja, danke schön. Jetzt haut sie nicht mehr. Warum haut sie nicht mehr? Da unten ist auch noch ganz viel. Hallo Anlia. Vielen Dank, dass du gewartet hast, aber du solltest auch hauen. Schöne Grüße, falls du jemals auf diesem Channel landen wirst. Sorry, hit a call. Achso. hier unten ist noch eine. Hat's das gesehen? Ja. Ich bin runtergefallen. Ernsthaft jetzt? Ja. Nein! Jetzt ist das Ding nicht wirklich... Lass sie auch nochmal... Okay. Ah, ich bin schon durch. Oh, perfekt. Ja, schöne Grüße auf diesen Wege, falls du jemals meinen Channel finden solltest. Vielen Dank fürs Mitfarmen. Das finde ich übrigens so toll an dem Spiel. Also es gibt einige Dinge, die ich nicht ganz so toll finde. Aber das finde ich auf jeden Fall so toll an dem Spiel, dass man... oh, hier ist mal eine Ader. Halt. Schatz. Dass man da eben wirklich auch für belohnt wird, sag ich mal. Wenn man... Also belohnt wird eigentlich nicht, ne? Aber du kriegst auf jeden Fall keinen Nachteil, wenn du auf andere wartest. Und das finde ich unheimlich gut. Das kenne ich aus keinem anderen Spiel, muss ich sagen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.